Es ist wirklich unglaublich, all diese Menschen zu sehen. Die Zahlen, die Rabenmund in seinem Brief geschrieben hat, sind das eine. Aber sie so vor Augen zu haben, die Bevölkerung hat sich tatsächlich verdoppelt. Mir scheint allerdings, wenn man sich die Stadt so betrachtet, dass vorher auch nicht sehr viele Leute hier waren. Solamin, habt ihr euch überlegt, ob ihr eine Imanmannschaft für eure Stadt wollt? Ich denke, dass so etwas hier durchaus entstehen könnte, aber ich bin nicht sicher, ob jetzt gerade in dieser Situation. Aber du hast genau auch das Stadion gesehen, Voltax. Da wird sicher kein Iman mehr gespielt. Nein, aber überleg doch einmal. Das gibt den Leuten bestimmt Hoffnung und ein Gefühl der kollektiven Verbundenheit, wenn sie eine Mannschaft haben, die sie anfeuern können. Und es sind ja so viele Leute aus so vielen unterschiedlichen Städten. Da ist Ilsur und Festum und das ist Valusa, oder? Überall sehe ich diese Wappen und es scheint mir nicht wirklich, als wären sie Bürger eurer Stadt, sondern versprengte Leute von irgendwo. Ihr braucht etwas, um sie zu einen. Sie müssen zuerst überleben und dann können sie an Spiel und Spaß denken. Voltax, wenn ihr so etwas angehen wollt, dann könnt ihr das tun. Aber ich werde auf keinen Fall das Stadion räumen lassen, wenn dort Leute untergekommen sind. Aber nun ja, so eine Mannschaft müsst ihr sicher auch erst einmal trainieren. Vielleicht draußen vor der Stadt. Ja, ja. Reiner Bad oder so. Das ist eine gute Idee. Wir kennen da ja noch ein, zwei Bauern, die bestimmt sehr großzügig sind, damit ihre Flächen zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns dort beim letzten Mal nicht allzu beliebt gemacht, aber hoffen wir, dass inzwischen Gras über die Sache gewachsen ist. Ja. Also Jalan hat sich nicht beliebt gemacht. Ich war ein Sonnenschein. Das ist wahr, aber wir mussten ihn verteidigen und ich glaube, es hat auf uns alle kein so gutes Licht geworfen. Passt jetzt gut auf, was ihr sagt. Ja, aber wann wirft Jalan mal gutes Licht auf uns? Während ihr am Basar steht, könnt ihr wohl weiter nach Norden über die schmutzigen Gassen blicken, wo sich dann vor euch der Hafen öffnet und ihr könnt eine gewaltige Anzahl an Schiffen in verschiedensten Zuständen erkennen, die dort wohl kreuz und quer am Hafen liegen und herumdümpeln. Wenige Leute, die dort wirklich an Bord sind und irgendwas in Schuss halten. Der Hafen ist einfach komplett überlaufen. Und wenn ihr nach rechts blickt, könnt ihr dort nicht nur den Tempel der göttlichen Stute erkennen, den ihr damals hergerichtet hatte, sondern eine gewaltige Schlange, die dort wohl steht und allesamt wollen sie zum blauen Palast, der dort trotzig aufragt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir von hier aus den Hafen sehen, aber vielleicht sind wir kurz bis zu den Tempeln runtergeritten, um mal einen Blick hereinzuwerfen. Ja, ich weiß nicht, ob das kurz, weil die Straßen sind wahrscheinlich voll. Naja, gut. So fährt aber insofern. Ich meine, die Info kriegen wir auch im Tempel. Ob die ob unser Schiff da ist im Tempel im Palast. Ja, also ich glaube, ich würde erstmal in Richtung Palast reiten, weil da müsste Rabenmund sein. Also Zulamin bahnt sich vorsichtig mit ihrem Pferd einen Weg so am Rande der Menschenmenge entlang. Ich glaube, dem Strauß weichen eh alle aus. Ja, ihr werdet auf alle Fälle viel Rufe hinter euch hören, vor euch hören, die euch dann auch nicht durchlassen wollen. Und dann könnt ihr sehen, wie eine Rondrianerin auf euch zutritt, die das Schwert erstmal in eure Richtung ausstreckt, dann allerdings so ein bisschen verblüfft euch zunickt. Ihr könnt sie wohl erkennen. Ihr habt euch nicht wirklich viel mit den Drillingen abgegeben. Die kamen kurz vor eurer Abreise, kamen die an, aber es wohl eine von den Drillingen gewesen sein, die euch dann wohl aber auch wiedererkennt. Verbeugt sich dann Tulamidisch vor euch. Ah, die Visiere ist wieder da. Ihr dürft selbstverständlich passieren, sonst hätte ich euch wieder zurückgewunken. Es freut mich, euch noch hier zu sehen. Und die offensichtlich habt ihr die Lage im Griff. Seid ihr die Visiere? Ja, in der Tat. Die Visiere ist hier. Das hättet ihr nicht sagen sollen. Hey Leute, die Visiere ist hier. Weg, alle weg von hier. Und dann könnt ihr sehen, wie jetzt wohl zwei weitere Rondra-Geweihtinnen anlaufen
und versuchen jetzt die Schlange, die sich eben vor dem blauen Palast gebildet hat, bildet jetzt eine Traube um euch herum, sodass ihr fast erdrückt werdet von den vielen zahlreichen Händen, die allesamt nach euch greifen. Eure Pferde versuchen... Ja, okay, was möchtet ihr tun? Ich mache eine Dunkelheit. Ja, auch rein, aber dann mit der Zauberzeit verkürzen. Weil das natürlich und auf jeden Fall die Situation entschärfen wird. Fragezeichen. Ich will eher einen Flimflam wirken, der die Leute weniger erschreckt und zurückweichen lässt. Also ich will nicht sagen, aber ich kriege schneller den... dass wir auf Pferden sitzen, ja? Nein, das ist ein Flussdier. So, Zulamin, was möchtest du tun? Zulamin drückt vorsichtig vorwärts. Also ich würde die Leute jetzt nicht niederreiten, aber ich würde das Pferd nach vorne gehen. Okay, lassen. Abrichtenprobe. Abelmir, was willst du tun? Nur deinen Flimflam wirken, wie ich es gesagt habe. Dann würfel den Flimflam. Beutag, du zauberst Dunkelheit. Diamantes. Ach, ich habe gar keine ASP mehr, wa? Ja, das fällt dir jetzt gerade auf. Deine Nase fängt an zu bluten. Beutag, was tust du? Hast du schon gesagt Diamantes? Ich stelle mich auf mein Pferd und trete Hände, die nach meiner Satteltasche greifen. Okay, gut. Rafim, was tust du? Ich töte jeden Bastard hier, der mich beklaut. Weg von mir, Junge! Also beklauen tun sie es wohl nicht, aber der Druck ist gewaltig, der sich jetzt aufbaut. Und wie gesagt, das ist eine lange Schlange, die jetzt um euch herum sich aufbaut. Kann ich versuchen, dass sie zumindest von mir wegweichen mit Einschüchtern? Ja, überreden, einschüchtern. Oder überzeugen, einschüchtern. Ganz wie du willst. Was heißt zurückweichen, wenn die nicht zurückweichen können? Ja, dass die Gegenpunkt passiert und dass die auch noch mehr bei dir landet. Was möchtest du tun? Serpentilo hält sich mit einer Hand sehr stark an seinen Sattel geklammert und schlägt mit der anderen ineffektiv mit dem Stab nach irgendwie Leuten, die ihm zu nahe kommen. Okay. Nicht, dass er jemanden treffen würde, denn es ist ein unglaublich langer und unausgewuchteter Stab und er macht das irgendwie mit der linken Hand, weil er den rechten nicht loslassen will. Abrichtenprobe. Warum muss nur ich abrichten? Nee, Zulamin musst du das auch machen. Zulamin hat sich doch an der Hand, kann er nicht für mich abrichten. Soll ich nochmal würfeln? Du also hast sein Pferd geht vorwärts. Ja, okay, aber du musst halt Serpentilio auch irgendwie dann. Also ich meine, kann sein, du kannst abrichten, nochmal würfeln und die Hälfte der Sternchen bekommt Serpentilio. Das klingt in etwa richtig. Beziehungsweise wir nehmen die 15 von oben. Nee, jetzt hast du nochmal neu gewürfelt. 14 halbe sind. Nee, 11? 7. Und wo sind 11? Nee, ich hatte eben nur eine 14 gesehen. Was sind 14? 14 halbe sind 7. Zureiter? Ja, das ist die Spezialisierung auf Abrichten für Pferde. Na gut. Deswegen habe ich sie bei Jan am Pferd Esel genannt, weil ich ganz genau wüsste, dass dieser Moment eintreten wird. So, Serpentilio, dann abrichten das plus minus 7. Reiten. Ich habe Abrichten nicht, auf was geht das? Dann musst du auf ein Attribut oder auf Reiten? Tierkunde kannst du reiten plus 10. Tierkunde. Tierkunde plus 10, ist okay. Tierkunde, hallo. Da ist keine Schwernis ein, ich habe, dann ist es effektiv eine 3. So, wenn ich, okay, das ist geschafft. Mit plus 4 Punkten über. 10 minus 7. Hast du gerade Sternkunde? Du hast Sternkunde. Oh, dir geht gleich dein Pferd durch, Freundchen. Das ist gut. Dann habe ich nämlich noch 3 Punkte mehr. Dann habe ich nicht nur 4 über, sondern 7. Dann nee, du würfelst nochmal. Ganz ruhig. Oh, freust dich. Ja, wenn man falsch. Bei Tierkunde ist das so egal. Siehst du? Ja, das ist noch besser. Ja, das reicht. Die Sterne haben vorausgesagt, dass ich hier nicht runterfallen würde. Gut, Almir, du merkst gerade... Es wird dunkel um dich. Du merkst gerade dein... Dein Flimflam, der du in deiner Hand entstehen lassen willst, es flackert einmal und da passiert gar nichts. Deine Hand ist ein bisschen warm. Aber merke ich nicht, wenn mein Astralkörper leer ist? Ich bin total erschöpft wahrscheinlich. Ja, bist du auch. Was willst du sonst tun? In der Dunkelheit sieht zum Glück keiner, wie ich auf dem Pferd zusammensacke. Ja, die Dunkelheit geht später durch. Ne, die geht innerhalb von 15 Sekunden durch, also 5 Aktionen sind. Boah, das ist aber trotzdem lange. Trotzdem, ja, dann 15 Sekunden sind nicht viel Zeit. Boltax, würfel mal eine Reitenprobe. Die Leute ziehen und zerren auf alle Fälle an deinem Reitstraußensattel, wenn du da zauberst. Echt? Die gehen auf den Reitstrauß? Ich die gehen eher auf den Reitstrauß, weil das der niedrigste von allen ist. Also das Problem ist, die ersten drei Reihen wollen das vielleicht gar nicht, aber spätestens wenn Reihe 15 drückt, dann wird auch... Oh Gott. Und so wirst du runtergezogen. Moment, dann kann ich das gegenschippen?
Nee, du kannst das nicht gegenchippen. Die Leute ruckeln und ruckeln und plötzlich, während du deine Dunkelheitszauber würfelst, rutscht der Sattel und hey, du hängst plötzlich am Bauch untenrum, kannst dich weiter festhalten, aber zum Glück bist du ein Zwerg und ziemlich klein, sonst würdest du jetzt mit dem Kopf auf dem Sand schleifen, kannst dich aber weiter festhalten, während du den Dunkelheit zu Ende sprichst. Ja gut, okay. Wie gesagt, ich hab's geschippt und entsprechend... Das heißt, er ist jetzt auf perfekter Tritthöhe. Zulamin würde dabei zu der Menge sprechen und zu ihnen sagen, lasst uns durch, wir müssen mit Rabenmund sprechen. Wir werden sehen, was wir für euch tun können. Weil das in der Geschichte von aufgebrachten Meuten ja schon so oft funktioniert. Ja, mit einem lauten, brutalen Ruf von Rafim könnt ihr dann die Leute auch beiseite drücken und dann langsam im Schneckentempo, begleitet von den drei Rondrianerinnen, in Richtung des Blauen Palastes vorschreiten, der unverändert sich immer noch vor euch auftut. Wann wirkt die Dunkelheit? Die jetzt. Dunkelheit wirkt jetzt, also es ist einfach, ihr lauft halt in der Dunkelheit zu eurem Palast. Für mich wirkt die Dunkelheit nicht. Wie reagieren denn unsere Pferde da drauf? Genau, das ist nämlich das Ding. Also das ist ein großes Problem. Ja, ihr habt Abrichtenproben gewürfelt, passt schon. Was machen Pferde, wenn es dunkel wird? Denken die sich schlafen. Nicht nur, ach ja, muss wohl Nacht sein? Also ihr könnt euch auf alle Fälle in eure eigenen blauen Palast nach drin begeben und werdet dann die Türen werden wieder zugedrückt, sodass ihr da erstmal in Frieden im Innenhof, im Atrium eure Pferde stehen lassen könnt. Und die Rondrianerin halten dann draußen auch Wache, sodass dann eben keiner gegen die Türen drückt. Ihr seid alleine im Innenhof. Ja. Willkommen im Blauen Palast. Was für ein Tag. Ja, gut, beim letzten Mal hat mir besser gefallen. Im Dunkeln ist gut munkeln. Sage ich und lass die Dunkelheit wieder fallen. Ist doch gerade nicht sowieso eine fixe Zone. Ja. War ja auf mich. Also. Die hast du mitgenommen, passt schon. Genau. Und dann könnt ihr sehen, wie sich eine der Türen öffnet, die wohl nach oben in Schlafgemach führt. Und ihr könnt sehen, wie ein sehr entkräfteter Wilbur von Rabenmund, der Vogt der Effertperlen und der Emissär von der Visierer von Janka nach draußen tritt. Und an seiner Seite könnt ihr sehen, eine strahlende Hippolyta von Gareth. Willkommen in Janka. Schön, euch beide wiederzusehen. Ihr seht erschöpft aus, Rabenmund. Und nun, was ich auf der Straße gesehen habe, wundert mich das nicht. Ja, ich hatte tatsächlich alle Hände voll zu tun. Aber ich habe mein Bestes getan, um der Stadt wieder das Leben einzuhauchen, was sie vorher vermisste. Wenn ihr mögt, unser Badezimmer ist bereitet. Ich habe einen großen Zuber bereitgestellt, da mir bereits Hippolyta sagte, er macht eine kleine Verbeugung in ihre Richtung, dass ihr wohl demnächst ankommen werdet. Nun, dann vielen Dank euch beiden für eure Voraussicht. Dann werden wir uns kurz frisch machen und dann besprechen wir die Lage. Ihr seht ebenso erschöpft aus wie die gute Hippolyta. Ja, unsere Reise war ein wenig... Nun, wir hatten uns den letzten Abschnitt einfacher vorgestellt. Lasst uns raten. Ihr hattet vor wenigen Stunden einen Vorfall. Einen magischen Vorfall. Woher wisst ihr davon? Nun, verzeiht, werter Markus, wir haben hier auch allerlei Magier und wir hatten vermutlich selbige Probleme zu bekämpfen. Habt ihr mitgeschrieben, wann genau es bei euch eintrat? Kurz nach Sonnenaufgang zur etwas kurz nach der achten Stunde. Bei uns war es an der neunten Stunde etwa. Wenn wir aufs Schiff kommen, Kapitänier, können wir vielleicht die Fortbewegungsgeschwindigkeit dieser Ausbreitung bestimmen. Wenn wir jetzt noch Punkte aus irgendwie Perikum und Weilung und Maraskan wird außerhalb der Reichweite sein, bekommen, sind wir vielleicht ein gutes Schritt weiter mit der Peilung. Adepta, ihr wart bereits hier, als es passiert ist, nicht wahr? Ihr könnt uns nicht sagen, wann es woanders eingetroffen ist. Ihr wolltet nach Festum? Korrekt, dort war ich. Ich habe in Festum selbst auch noch nichts gespürt. Allerdings war... meine ehemalige Meisterin, sie hatte angedeutet, dass so etwas passieren kann und sprach von einem Jahr der Fluten.
aber ich war wegen anderen Gründen dort. Und ich war so etwas wie erfolgreich. Ich weiß nicht genau, ob uns das weiterhilft, aber ich habe zumindest jetzt eine Djinnenlampe. Oh, das ist sehr gut. Ist dort auch ein Djinn drin? Nein, sie ist leer, aber dort kann ein Geist eingebunden werden, wenn wir mögen. So wie in meinem Ring. Oh, das klingt exzellent. Das klingt zumindest nach etwas, was meine ehemalige Meisterin bevorzugt. Sie hat sie mir mitgegeben. Aber wie gesagt, ruht euch erst einmal aus. Ich werde dann tatsächlich einfach mal eure Pferde und den Strauß nehmen und sie dann versorgen. Und dann geht doch einfach in den Zubau oder so etwas und ruht euch aus. Gut, vielen Dank, dann sehen wir uns gleich. Ich bin immens skeptisch. Seit wann ist die Frau so hilfreich? Ist mir egal, ich schleppe mir jetzt mal zum Zubau, ich bin köpfelig platt. Und wir nehmen mir doch noch so Besprechung einige Karten der Oste bereitlegen würdet. Einige Karten? Einige Karten. Hi. Ja, ich kann euch sämtliche Karten bringen lassen, die ihr mögt. Vom Perlenmeer, korrekt? Richtig, Stadthand der Oste. Jawohl, die werde ich euch besorgen. Solltet ihr übrigens lautes Poltern vernehmen, dann lasst euch bitte nicht stören. Das ist Xanbad. Ich bekomme ihn seit Tagen nicht aus dem Palast. Wer ist Xanbad? Ein Affe. Das ist bestimmt ein Affe. Er zieht einmal seine Augenbrauen nach oben und weiß nicht, was er sagen soll. Sein Mund steht etwas offen und er streicht sich dann über seinen eingegelten Bart. Ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Hey, wir haben Besuch! Und dann poltert es die Treppe runter. Ja, was kommt denn da? Dann wird es wahrscheinlich als erstes auf Zulamin und Abel mir treffen, die genau, noch nichts von Zamba gehört haben. Während ihr euch gerade irgendwie versucht, so entkleiden oder diesen Schmutz der Straße runterzuklopfen, könnt ihr sehen, wie ein großer, muskulöser Zwerg mit einem unglaublich langen und geflochtenen Bart die Treppe runterkommt. Er hat wohl ein kleines Horn in der Hand, aus dem er gerade Bier trinkt und viel auf dem Teppich verschüttet. Ihr seid endlich da, ich habe schon viel von euch gehört. Ich bin Xanbad Grosso. Groscho, Xaklosch, Groscho, Xaklom. Ich bin der Kapitän hier. Was macht ihr hier? Willkommen im Blauen Palast. Wie, was macht ihr hier? Nimm erstmal ein Bier, Junge. Man hat uns doch von einem Zwerg mit zwergischer von einem Schiff mit zwergischer Besatzung berichtet. Jeder kennt mich, sehr gut. Hier, nimm erstmal einen Schluck Bier. Gefällt's mir. Danke. Ja, drückte seine Horn in die Hand. Ja, hab ich schon gehört. Die kleine Hippolyta hat mir schon davon berichtet. Mhm, mhm. So, und du bist der Fettsack, ja? Aber mehr. Was? Wer denn der Fettsack? Die Leute reden davon, dass du Bauch bekommen hast. Ich klopfte so ein bisschen spielerisch auf deinen Bauch. Aber du bist ganz schön dünn. No. Da muss man ein bisschen mehr Fleisch ran an die Rippen. Ich bin in hervorragender Form. Ich fühle mich momentan etwas zerschlagen, aber... Was macht ihr hier? So siehst du auch aus. Was machst du im Palast? Was machst du denn hier? Dies ist unser Palast. Ja, und wir warten auf euch. Deswegen bin ich hier. Glaubst du, ich gehe, wenn gesagt wird, dass ihr kommt? Ich bin genau wegen euch hier. Es wäre höflich, vorher zu fragen, bevor ich hier einquartiert. Nun, ich nehme stark an, dass Rabenmund es gestattet hat. Wir wollten uns gleich besprechen, nachdem wir uns ein wenig gewaschen haben. Ja, keine Sorge, ich gucke auf Eck. Ja. Vielleicht wollt ihr euch mit Boltax vergnügen? Ja, wo ist er, Alter? Dort hinten. Wo ist er? Wir müssen noch im Innenhof sein. Boltax. Genau, ich stehe noch im Innenhof. Ich höre meinen Namen. Die Tür wird aufgetreten und du kannst sehen, wie ins Atrium ein Zwerg rausstiefelt. Hey, Boltax! Hab schon viel von dir gehört. Oh, das freut mich aber. Und du bist bestimmt Anbad, nicht wahr? Ich bin Xanbad. Xanbad. Sohn von Xaglosch. Ach, Xaglosch. Jetzt erzähl aber. Xaglosch. Und er war der Sohn von Xaglom.
Xerglosch, Sohn von Xaglon. Willkommen am Lampalast, Baltax. Lange nicht. Ich glaube, wir haben den gleichen Urgroßvater. Das kann gut sein, weiß ich nicht. Ich habe meinen Stammbaum nicht mitgebracht. Oh, warte. Der war eingemeißelt im Leuchtfeuer. Jetzt erzähl aber nichts. Du kommst vom Leuchtfeuer? Klar, ich bin Leuchtturmwärter. Wie mein Vater. Ja, das ist aber großartig. Moment, ich muss dir einige Leute vorstellen. Das Rafim, das ist der Große hier. Ein ganz feiner. Der Große, guter Witz. Zwergischer Humor. Und der den Nix auf den Rippen hat, das ist der Petilio. Nichts auf den Rippen. Ja, weil er ein Gerippe ist. Ja, und der ist Diamantis. Über den machen wir keine Witze. Weil, naja. Guck ihn dir an. Über den macht man keine Witze. Guck ihn an, wie er aussieht. Ja, mag er nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht. Aber ist egal. Erzähl mal. Du bist Kapitän, habe ich gehört. Klar, Mann. Oh, endlich mal ein vernünftiger Kapitän. Früher war Abel mir Kapitän. Das ging überhaupt nicht. Jetzt sind es schon zwei. Habe ich schon gehört. Ich kann dir mein Schiff später zeigen. Oh ja, sehr gerne. Glaub ja nicht, dass wir mit Wind fahren. Nee. Nein. Zwergenwitze. Mit Wind fahren. Ja, nur den Wind, den man selbst produziert, nicht wahr? Bester Zwergenwitz hier. Ah, Voltax, ich mag dich. Ja, ich mag dich auch, mein Freund. Lass uns was trinken. Lass uns was trinken. Sehr gut. Der Pentilio, holst du uns zwei Bier? Ich werde dir nichts dergleichen tun. Nein. Der Pentilio, ich habe dich erworben und jetzt mach das bitte für uns. Jeder habt meinen Kontrakt erworben. Wenn ihr ihn nachseht, werden die feststellen, dass dort magische Dienstleistungen spezifiziert sind. Dann teleportiere dich aufs Schiff und hole mir von dort ein Bier. Keine Sorge, ich habe oben Bier. Diese Menschen hören einfach nicht. Ich hole mal kurz und dann geht er nach oben. Poltert wieder rum. Mal kurz, weil ihr. Ich verstehe. Mal kurz, ne? Das war kein Witz. Serpentilio, was ist mit euch verkehrt? Der Petilio guckt eine Mischung aus apathisch und erschrocken. Ja, Wilbo schüttelt auch so ein bisschen in seinem Mund, das ist immer noch offen, er schüttelt so ein bisschen Mund. Oder er schüttelt ein bisschen mit dem Kopf, so nach dem Motto, das war überhaupt nicht lustig. Ich nehme mich zu Diamantis. Sollten wir jetzt dafür sorgen, dass sie sich nicht vermehren können, bevor es zu spät wird? Was? Keine Ahnung. Alles. Ich versuche das größtenteils auszublenden. Eigentlich würde ich wieder gern zurück aufs Schiff, aber mich wieder durch die Menschenmenge zu zwängen, hört sich nicht besonders schön an. Ja, wir bräuchten jemanden, der in der Lage ist, für uns ein paar Botengänge zu erledigen. Also wie gesagt, ich halte euch noch einmal den guten Xanbart vom Hals und ihr macht euch etwas fertig. Ich habe euch das Wohn- oder das Badezimmer herrichten lassen und wenn ihr mögt, dann können wir später über all das sprechen, was euch angeht. Ach, keine Sorge, du musst ihn uns nicht vom Hals halten. Lade ihn ruhig ein, es ist ein reizender Geselle, muss ich sagen. Ich habe Xanbart jetzt schon in mein Herz geschlossen. Also gut, dann treffen wir uns, ich würde sagen, in 30 Minuten. Ich lasse. Macht derweil nicht sehr entspannt Katzenwäsche, weil sie das starke Gefühl hat, dass man die anderen nicht allein lassen kann. Ich lasse den Koch ein paar Sachen für euch herzaubern. Und damit geht Wilbo an euch vorbei in Richtung der Küche, sodass ihr dann allesamt ins Wohn- und Badezimmer aufschließen könnt. Ja, ich führe eine klassische rituelle Reinigung durch. Sprich, ich wasche mir die Füße. Mhm. Ah, da seid ihr ja. Bitte. Der Zuber ist frei und Zulamin geht mit nassen Haaren in Richtung von dem Sofa und lässt sich dort nieder. Oh ja, wunderbar. Da kann ich endlich mal wieder die Rüstung waschen. Hatten wir nicht in diesem Palast auch so eine Art Bassin, wo man in dem Waschraum reingehen konnte, was davor mit so Algen verklebt war, was wir gereinigt hatten? Das ist der Raya-Tempel gewesen. Ah, okay. Dann
Also du hast hier so einen Zuber, der aufgestellt ist. Da hast du auch dann noch so eine schöne Seiden. Tapete ist es ja nicht. Es ist einfach so ein Aufsteller, dass du dann dich da hinten eben ausziehen kannst und ja. Und da, wo zum Obergeschoss steht, da ist das Gemälde von Donatien von Terinia. Verhangen, genau. Ja, wie gesagt, ich würde mir die Füße waschen.